Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es wieder mal um Inne-Codierung. Das hat sich jemand von euch gewünscht, dass ich öfter mal auf Codierungen eingehe. Deswegen dachte ich mir, okay, mache ich noch eine Folge. Ich habe ja damals euch gezeigt, wie ich bei meinem E91 die Heckscheibe mit der Fernbedienung aufmache. Oder wie man das machen kann allgemein. Deswegen dachte ich mir, gehen wir heute mal zu einer anderen Codierung. Die geht bei jedem E90 Modell und das ist der Digital Tacho. Wie ich finde, eine sehr, sehr coole Codierung. Und eigentlich ein absolutes Muss fast schon, neben zum Beispiel diesen Gurtwarner entfernen und sowas. Aber der Digital-Tacho gibt vor allem dem Auto noch so ein bisschen, du fühlst dich ein bisschen wie in einem moderneren Auto. Und das ist einfach cool. Ich zeige euch, wie das aussieht, wie man das kodieren kann, was es noch für Alternativen gibt. Freunde, let's go. Also so sieht der Digital-Tacho aus. Genau, man kann dann auch das kodieren. Ihr habt ja jetzt hier, könnt ihr trotzdem noch über diesen Knopf hier, könnt ihr das trotzdem noch steuern. Also ihr habt dann immer trotzdem noch hier noch das leere Feld. Das leere Feld kann man sogar noch auskodieren. Dann ganz normal die Restreichweite, Durchschnittsgeschwindigkeit, ja, Durchschnittsverbrauch und dann halt hier den Digital-Tacho. Eigentlich sind diese anderen Werte eigentlich völlig useless, weil ihr ja hier CCC, könnt ihr ja einfach auf Fahrzeuginfo gehen und dann habt ihr dort auch die Werte, also ja, I don't know. Ich würde sagen, gucken wir uns mal das an, wie man das kodiert und dann... Also, ich zeige euch das wieder mal mit der Carly-App. Erstmal und dann... Genau. Also, wir verbinden uns wieder. Ganz typisches Prozedere. So, fertig. Dann gehen wir wieder auf die Individualisierungen. Habe ich euch ja schon erklärt. Überprüfe Codiermöglichkeiten. Dann gehen wir hier unter Carly, nennt ihr das Ganze Kombi. Heißt Tacho und Instrumentenkombination. Das Ganze müssen wir auslesen. Ich habe hier schon mal kodiert, deswegen steht auch noch wiederherstellen. Wie gesagt, alles, was ihr bei Carly kodieren könnt. Oder jedes Steuergerät könnt ihr danach auch wiederherstellen. An dieser Stelle keine Werbung für Carly, bitte. Danke, sympathisch. So, jetzt komm hier. Zack. Und direkt das erste ist der digitale Tachometer. Darf an und dann kodieren, dann ist man fertig. Und hier kann man jetzt den leeren Menüpunkt im Bordcomputer auch noch auf ausstellen. Und wie immer mein kleiner Tipp, wenn ihr kein Carly habt, was sich für die wenigsten lohnt, dann kann ich euch empfehlen, guckt mal auf eBay Kleinanzeigen, sucht mal kodieren BMW E90 und dann eure Region. Da gibt es oftmals Leute, die das kodieren, halt aus Spaß halt zum schmalen Kurs oder irgendein Kumpel von euch hat irgendwie Carly oder irgendein anderes Codierprogramm, das wäre natürlich noch richtig geil. Alternativ macht das natürlich auch jeder Tuner. Der lässt sich das Ganze aber meistens halt doch relativ gut bezahlen, also davon würde ich halt abraten. Vor allem, außer man hat halt so, ich sag mal so eine ganze Liste von Codierungen, die man haben will, jetzt auf einmal, dann lohnt sich's auch wieder. Aber wenn man jetzt wegen einer Codierung zum Tuner fährt, ja, I don't know, das weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Ich würde sagen, ich zeige euch mal ein paar Aufnahmen beim Fahren. Ja, let's go.